Hallo Leute, da bin ich wieder, euer Creighton. Ja, ihr seht, ich habe dieselben Klamotten an wie beim letzten Video. Das liegt einfach daran, dass ich beide hintereinander aufgenommen habe. Ich habe nicht so viel Zeit im Moment, deswegen muss ich mehrere Videos, wenn ich dann mal Zeit habe, hintereinander machen. Deswegen die gleichen Klamotten. Aber kommen wir mal zum Thema. Wir befinden uns jetzt schon in der zweiten Folge meiner Comicsammlung, in der ich euch meine Comicsammlung präsentiere. Wie angekündigt gibt es diesmal richtige Comics und wir gehen ganz stark in die Kindheit jetzt, also zumindest am Anfang, in die Kindheit. Womit habe ich überhaupt angefangen, Comics zu lesen? Ganz ab von Superhelden. Ja, Donald Duck, Mickey Mouse, dieser ganze Walt Disney-Kram. Und da war für mich das Wichtigste, waren die lustigen Taschenbücher das Wichtigste. Hier, das ist mein erster tatsächlich, also erster eigener, den ich gekauft habe oder vom Taschengeld bekommen habe. Band 75, Ferien mit Phantomias. Und man sieht auch schon, wahrscheinlich kommen daher so ein bisschen meine. Ja, vielleicht liegt darin schon mein Hang zu Superhelden, denn mit Phantomias haben wir ja praktisch die Walt Disney-Version von Batman. Das ist ja die so ein bisschen die Parodie. Hier Donald Duck als Phantomias ist so ein bisschen die Parodie auf Batman. Genau wie Goofy als Super Goof dann die Parodie auf Superman ist. Ja, fand ich sehr gut. Ist nicht der erste Auftritt von Phantomias. Ich glaube, der zweite innerhalb der Reihe. Aber war mein erster Kontakt mit ihm. Ja, dann gehen wir mal hier weiter. Ich habe dann immer, ich war natürlich nicht jedes gekauft, immer mal so verschiedene. Hier die 113. Dann hier die 117. Das ist wieder so ein Fall, was ich immer ganz gut fand. Das ist ja hier die Nacht vom Winde verweht. Man kennt auch den Film, vielleicht einige von euch, zumindest vom Titel, Bürgerkriegsszenario. Also das gab es oft in diesen lustigen Taschenbüchern, dass die so bekannte Filme praktisch ja, da verarbeitet haben. Ne? Hier will ich mal was zeigen, das ist die 117. Damals waren die lustigen Taschenbücher abwechselnd schwarz-weiß und bunt. Also immer zwei Seiten bunt. Dann hier, Moment, zwei Seiten schwarz-weiß. Kennen ja viele heutzutage nicht. Das haben die ja natürlich aus Kostengründen gemacht. Das hier die 117. Ab der 119 gab es eine Veränderung bei den lustigen Taschenbüchern. Ich habe hier die als nächstes die 122. Die waren dann komplett in bunt und hatten dieses Rückenbild, wie ihr das jetzt von Eagle Moss und der Shack Collection kennt, hatten die das auch. Das Rückenbild konnte man dann sammeln. Ich habe hier auch viele von geschenkt bekommen. Ne? Wir sind hier immer noch in den 80er Jahren. 124, hier gibt es mal wieder einen Sprung zu 137. Na, ich halte die einfach mal hier rein, 141. Hier das nächste wieder. Das nächste ist wieder ein bekanntes Stück. Ich glaube, Les Miserables oder so heißen die. Das ist wieder eine bekanntere Sache. Dann bei den lustigen Taschenbüchern, da kriegt man immer Standard. Na, die haben so ein gewisses Niveau, die Zeichnungen, man weiß, was man da kriegt. Hier jetzt bei der 144, das war so Anfang der 90er Jahre, das ist hier Phantomias gegen und Bubble Billy. Da haben sie sich immer ein bisschen was probiert. Man sieht das hier vielleicht, die erste Story mit einer anderen, ein bisschen anderen Kolorierung. Das sieht alles so ein bisschen. Also die Hintergründe sehen so ein bisschen computermäßig aus. Das war damals in den lustigen Taschenbüchern schon ein Novum. Hat man mal probiert. Es geht dann hier so weiter. Anfang der 90er Jahre.
Weiter dabei, hab hier einiges geschenkt bekommen. 157 ist wieder so ein Sprung. Hier wieder eine Phantomias-Ausgabe, der mir ganz gut gefällt. Und dann geht das immer weiter. Dann wieder so eine Ausgabe hier. Die 168, Kampf der Galaxien, das ist so ein Star Wars. Abklatsch oder Star Wars Interpretation von den lustigen Taschenbüchern. Das geht dann hier so weiter bis in die Mitte der 90er rein. Hier die 199. Dann war es so, dass 1997 aufgrund des 30-jährigen Bestehens, also lustigen Taschenbücher gibt es seit 1967, haben die rückwirkend auch alle anderen, die früher, was ich eben erzählt habe, in diesem Bunt-Schwarz-Weiß-Rhythmus waren, haben die rückwirkend alle koloriert und allen ein Rückenbild gegeben. Und hier zum Beispiel die 219, da haben die das dann so gemacht, bei denen, die sie rückwirkend verändert haben, die haben teilweise neue Titelbilder bekommen und du konntest dann hinten drauf das alte Titelbild sehen, ne? So sah das alte aus in der Originalausgabe, so ist das neue. Dann war ich lange Zeit draußen aus den lustigen Taschenbüchern. Haben wir hier nochmal eins, was ich auch mal irgendwie geschenkt bekommen habe: 286 von 2001. Ich war ja schon erwachsen, war so ein bisschen dem Ganzen entwachsen. Dann gibt es wieder jetzt müssen wir nach hier greifen. Dann gibt es wieder eine lange Pause. Ja, dann bin ich tatsächlich nochmal im Zuge des Blogs auch, wollte ich da nochmal der Sache nachgehen, ein bisschen Kindheit zurückholen. Bin ich hier mit der 398 von 2010 nochmal eingestiegen und dann war ich drin. Dann war ich drin. Dann habe ich tatsächlich von der 398 an da immer weitergemacht, die 400. Jubiläumsband habe ich auch im Blog besprochen, war auch ganz nett. Auf einmal war ich wieder drin. Dann hier zum Beispiel so eine Storyline mit Donald Duck als eine Art James Bond. Ich bin der ganzen Sache dann immer weiter nachgegangen und habe von diesem 2010er Jahrgang dann hier tatsächlich bis 410. Bis 410 diese ganze Sache verfolgt, dann war ich wieder draußen, mich nicht mehr interessiert. Dann kam ich 2012 mal ins Krankenhaus für ein paar Tage und da habe ich von jemandem dann mitgebracht bekommen, die 435, Ende 2012 zur Unterhaltung, ne? Und da es ein bisschen länger gedauert hat, auch die 436. Ja, dann war ich auf einmal wieder drin. Und hab dann, ich greife mal hier hinter, hab dann hier komplett 400. Oh, das ist ein bisschen am Antieren hier, damit ich euch das Rückenbild zeigen kann. Ja, es gibt so nichts. So, was ich alles für euch mache, ne? Hier von 2013 habe ich den kompletten Jahrgang. Das ist von 437 bis 449. Dann bin ich weiter hier 2014. Tatsächlich auch das gesamte Rückenbild. Die bekommt jetzt nach und nach mein Sohn, der sich dafür interessiert, bekommt ihn nach und nach. Dann hier ein sehr schönes Ding. Der hat auch schon einige. Also ich zeige hier gar nicht alle. Also ich halte jetzt hier nicht alle, weiß ich nicht, wie viel das sind, 50, 60 Hefte rein. Das ist mir zu viel. Hier ein schönes Star Wars. Rückenbild, das ist die Jahrgang 2015 aufgrund des Films 463 bis 475.
Und dann sogar dieses Jahr war ich dann noch weiter drin mit der 476. Ja, teilweise auch so schöne Cover, wo sie hier so ein bisschen, ja, seht ihr, könnt ihr wahrscheinlich jetzt nicht erkennen, so ein bisschen aufgedruckt, also ein bisschen, man fühlt das richtig, ein bisschen hervorgehoben. Solche Geschichten hatten wir natürlich auch immer dabei. Hier wieder so eine James-Bond-Sache. Mittlerweile ziehen sich die Stories auch über mehrere Ausgaben. Hier mal so ein Ding im Führerschein-Format. Und dann war ich aber Anfang des Jahres, auch irgendwie im April, Mai, mit der 480 raus, weil, ja, ich bin da nicht mehr so drin, ne? Als Erwachsener. Es gibt immer noch, einige sind immer noch unterhaltsam, aber im Großen und Ganzen habe ich dann weitergekauft, auch für meinen Sohn. Der liest das gerne und bekommt die jetzt nach und nach, ne? Ja, das war die zweite Folge. Das war eigentlich so ein bisschen. Ich habe jetzt nicht so viele Comics reingehalten, weil mir das hier, damit das nicht zu langwierig wird, demnächst werdet ihr dann auch mehr Comics dann sehen, die ich reinhalte. Ja, über Kommentare würde ich mich wie immer freuen. Wie ist das denn bei euch gewesen? Seid ihr auch mit den lustigen Taschenbüchern damals eingestiegen? Die Älteren wahrscheinlich. Aber ich frage auch mal die Jüngeren, wie seid ihr grundsätzlich zu Comics gekommen? Jetzt mal abgesehen von Superhelden. Nicht mehr, was war euer erstes Superhelden-Comic, sondern was war euer erstes Comic überhaupt? Habt ihr sowas auch gelesen? Lest ihr sowas sogar noch? Gibt es da draußen noch so Fans? Gehört auch zu meiner Comicsammlung, deswegen habe ich es präsentiert. Ja, wie gesagt, über Kommentare, Likes und Abos würde ich mich freuen. Und dann sage ich mal, einen schönen Tag noch. Bis demnächst. Ciao.